So, meine lieben Freunde. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Silent Hill 3, Folge Nummer 5. Wir sind gerade im Sportgeschäft und haben als letzten Schritt die Nuss geknackt, in der dieser komische Mondstein war. Und diesen müssen wir jetzt, wir können mal ganz kurz auf die Karte schauen, diesen müssen wir jetzt im obersten Stockwerk in 3F, da wo dieser Sichelmond ist. Da müssen wir den jetzt einsetzen. Und ich habe ehrlich gesagt gerade gar keinen Bock hier durchzulaufen. Aber wir müssen leider. Okay. Okay, Freunde. Ach, das ist eine Art Shortcut gerade gewesen. Okay. Wir müssen jetzt. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt sind natürlich hier im Mittelgang auch noch solche Viecher. Das ist natürlich super geil. Wir müssen jetzt hier gerade durch, genau, und dann durch diese Tür. Mal sehen, ob das klappt ohne Probleme. Das ist ja mehr als eklig. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Trigger-Item eingesammelt. Ach, ist das. Ist der gut platziert, dieser Gegner? Ist der super platziert? Jetzt ist hier alles voller Gegner. Ach, kommt schon, Leute, mal im Ernst. Ist das nicht ein bisschen viel? Okay. So. Hier hatten wir die Nuss gefunden. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, und hier ist der Hauptgang. Genau. Wie sieht denn jetzt unsere Energie aus? Ich hoffe, noch nicht zu schlimm. Gelb. Okay. Wird trotzdem nochmal abspeichern. Falls wir keinen Speicherpunkt mehr finden. Freunde, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, leider. Ich muss gleich auf Arbeit. Ich habe noch schnell die 20 Minuten, die ich jetzt noch habe, genutzt, um noch schnell eine Aufnahme zu starten, weil gestern ja schon wieder keine Folge kam. Ich schaff's einfach nicht. Ich bin zu viel arbeiten, ich bin zu viel. Ich habe zu viel zu tun. Es nervt. Aber trotzdem, ihr merkt, ich streng mich an, relativ regelmäßig noch Videos zu machen. So, hier haben wir diesen großen Gegner schon mal besiegt. Der liegt hier immer noch rum. Jetzt können wir hier durch diese Tür gehen. Oh, diese Sounds, Alter. Okay. Probieren wir mal, hier diesen Stein einzusetzen. Damit ist die Tür geöffnet. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Okay. Ah, das ist sozusagen der Mittelgang ganz oben. Hier rennt irgendwo wieder so ein kleiner Gegner durch die Gegend. Oh, dieser Sound, ne? Oh, ist das eklig. Da kriegt man ja fast Kopfschmerzen, ey. Aber er scheint gar nicht zu sein, ne? Er scheint gar kein Gegner zu sein, oder? Wo ist denn der? Ich kann ihn nicht sehen. Oder läuft er gerade von uns weg? Der ist hier irgendwo, aber wohl hinter der Wand. Gott. Freunde, keine schöne Folge. Hier ist die Leiter ganz nach unten. Oh Mann. Ach da, okay. Alter Schwede, oder? Freunde, das ist wirklich krank. Also das ist wirklich richtig krank. Okay, aber wir scheinen jetzt einen großen Abschnitt geschafft zu haben. Huh, ab ins Dunkle. Ab in den Keller.
Okay. Natürlich. Natürlich geht die Leiter einfach so kaputt. Damit wir auch ja nicht mehr hier rauskommen. Scheiße. Was zur Hölle? Alter, was ist das denn? Oh nö! Ich hab doch gar nichts. Ich hab keine Munition weiter. Oh Gott! Oh nee, Alter. Oh, er kommt wieder raus. Scheiße. Oh, okay. Freunde, ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt am besten tue. Alter, einen Bossfight habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen Bossfight habe ich nicht erwartet. Laden mal die Waffe neu. Wie viel Munition haben wir noch? Wir sollten eigentlich relativ viel haben. Ja, 68 Schuss, okay. Mal sehen, ob wir diesen Boss besiegen können. Oh, jetzt habe ich hier das Messer ausgerüstet. Ah! Steuerungsprobleme. Okay. Zieht sich zurück. Oh, jetzt wird er angreifen. Ne, doch nicht. Zieht sich wieder zurück. Alter Schwede. Aber er ist nicht so schwer. Er ist bisher nicht so derartig schwer. Wir müssen nur immer genug Abstand halten. Dann sollte der eigentlich kein Problem sein. Okay. Jetzt nachladen. Autsch. Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Puh, Freunde. Sehr schön. Gut, dass wir immer schön Munition gespart haben. Jetzt haben wir genügend für den Boss übrig gehabt. Okay. The shopping mall just like before. Am I back? Das ist echt crazy, Freunde. Jetzt scheint hier wieder alles normal zu sein. Okay. Wenn das ganze Spiel so aufgebaut ist, dass man immer so einen Boss besiegen muss und dann mal wieder kurz in der echten Welt bleiben kann. So, Munition, wir haben echt gar nicht so viel verbraucht. Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt hier 50 Kugeln in den Reihen buttern, aber dem ist gar nicht so. Ah, ist sogar noch die ganzen Markierungen eingezeichnet. Müssen wir uns hier natürlich nochmal umschauen. Vielleicht ist noch irgendein Laden offen. Ich denke, hier wird alles verschlossen sein. Weil die Shopping Mall ist, so wie es aussieht, schon geschlossen. Wahrscheinlich ist es jetzt gerade mitten in der Nacht. Aber es ist schön, mal wieder normale Wände zu sehen und mal keine total kranken Geräusche zu hören. Ist mal wieder eine gelungene Abwechslung. So, ach, das ist Goni als Tür eingezeichnet. Braucht man hier nie alle Läden zu kontrollieren. Schauen einfach mal, ob das offen ist.
Nee. Hier wird wohl nichts mehr übrig sein. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin ein bisschen verschnupft, habe mir gestern ein bisschen eine kleine Erkältung eingefangen. Deswegen klinge ich so ein bisschen, als wäre meine Nase zu, was daran liegt, dass sie auch zu ist. So, und hier scheint wirklich... Diesen ganzen Gang hier haben wir vorhin durchsucht, ne? Erkennt man gar nicht wieder. Hier ist wirklich alles zu. Okay. Das ist zu. Da haben wir alle Türen überprüft. Das heißt, wir können runter zur U-Bahn gehen. Beziehungsweise einfach hier raus aus diesem Laden. Was ich mich frage, gab es in Silent Hill 3 ein Krankenhaus? Müssen wir hier durch ein Krankenhaus? Bis jetzt gab es ja in jedem Silent Hill Teil eigentlich ein Krankenhaus irgendwie in irgendeiner Form. Ich glaube, im dritten darf das auch nicht fehlen. Oh, hier können wir reingehen. Da können wir reingehen. Okay, wir gucken mal draußen, ob wir hier... Ob das hier offen ist. Oh, scheiße. Heather. It's you. Hey. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. What should I do? Hell if I know. Irgendwie kommen immer die gerade in diesen Teil, muss ich sagen. Scheiße. Ich wollte natürlich oben noch den Raum durchsuchen, darf ich jetzt nicht mehr. Ist natürlich blöd jetzt ein bisschen. Ich finde, die Dialoge kommen immer so ein bisschen strange rüber. Was so ein bisschen im Alter des Spiels geschuldet ist, natürlich. What should I do? I don't know. Irgendwie kommt das immer so ein bisschen sehr geschauspielert drüber, aber ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Das Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Kessel und dafür ist es eigentlich noch wirklich gut. Ich finde es auch, letztens habe ich einen Kommentar erhalten, dass das Spiel sehr schlecht gealtert ist. Was schon sehr krass gealtert ist. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so. Ich meine, das Spiel ist, glaube ich, von 2003. Kann das sein? Moment. War, glaube ich, 2003. Ich guck mal kurz nach. Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle. Silent Hill 3. Ganz kurz gucken, wann das erschienen ist. Genau. Am 23. Mai 2003. Und guck mal, das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her. Und dafür finde ich es grafisch eigentlich noch relativ in Ordnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben keine Karte von diesem Gebiet. Das heißt, wir müssen uns hier einfach mal so umschauen. Unser Ziel ist jetzt erstmal,
nach Hause zu kommen. Zu unserem Vater. Wir versuchen das mit der U-Bahn. Problem ist nur, irgendwie bin ich mir nicht so sicher, ob hier wirklich noch eine U-Bahn fährt, weil hier ist alles so mausetot. Hier ist keine Sau. Das alleine schon ist so strange, dass ich nicht glaube, dass hier eine U-Bahn fahren wird. Ich denke mal eher, hier wird jetzt gleich irgendwas Komisches passieren. Schloss ist kaputt. Von jeder Tür ist hier ein Schloss kaputt. Dash your trash. Hazel Street. Okay. Ich weiß doch gar nicht, ob es in Silent Hill 3 wirklich eine Szene gab, in der man wirklich frei in der Stadt sich bewegen konnte, so wie in 1 und 2. Weiß ich gerade gar nicht mehr, ob es das gab. Hat sie gerade komisch hochgeguckt, ne? Oh, hier eine Zeitung. Auf dem Fahrkartenautomaten liegt eine Zeitung. Tödlicher Unfall in Hazel Street. Gegen 23 Uhr am 4. des Monats fiel ein auf dem Bahnsteig der Station Hazel Street wartender Mann auf die Gleise und wurde vom gerade einfahrenden Zug Richtung San Renata College enthauptet. Das Opfer starb auf der Stelle. Super. Die Polizei untersucht, ob es Unfall oder Selbstmord war. Zeugen zufolge schien das Opfer jedoch nüchtern zu sein und absichtlich vom Bahnsteig zu springen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich sehr wahrscheinlich um Selbstmord handelte. Die Identität des Opfers ist noch immer unbekannt. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 groß und trug eine schwarze Jacke. Diese Zeitung ist 4 Monate alt. Wieso liegt die jetzt hier rum? Handelt es sich bei diesem Mann um deinen Vater, Heather? Natürlich äußerst ungünstig wäre. Muss mal gucken, wir haben hier übelstes Tearing. Ich überlege gerade, ob ich mal V-Sync anmache. Obwohl, es geht noch. Oh, hier ist auch alles kaputt. Okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, hier ist zum Beispiel eine Map, oder? Eine Karte der U-Bahn. Hier war alles zu. Ah, hier ist der Durchgang. Okay. Kein Mitarbeiter da. Alles ruhig, alles tot. Und ich weiß nicht, was ich cooler finde. Diese komische Musik, die... Ah, hier ist die Map. Okay. Diese kranke Musik im Hintergrund oder einfach nur absolute Stille. Ist beides irgendwie nicht so toll. Sollen wir jetzt hier irgendwas vergessen? Nee. Okay. Da können wir weiter runter. Da hinten sind noch 2 Toiletten. Oh nö. Das klingt ja super toll. Och, come on, ey. Freunde, das klingt sehr ungemütlich. Das klingt sogar sehr, sehr, sehr ungemütlich. Okay, wir gehen mal die Treppe hier runter. Ich erwarte Schlimmes. Okay, hier ist wieder ein bisschen Ruhe. Plattform 1, 2, okay. Ich finde es hier irgendwie ungeil. Kann mir nicht helfen, aber hier ist es echt irgendwie unschön. Ja. Oh, eine Reihe von Telefonzellen. Aber sie sind alle kaputt. Oh! Ein Raum, der aufgeht. Oh, hier können wir sogar speichern. Okay. Hier scheint sogar hier goldrichtig zu sein. Hazel Street Station Yard Map. Gut, Freunde. Ich würde aber mal sagen, dass wir hier an dieser Stelle das Spiel speichern und ich mich von Folge 5 auch schon wieder verabschieden muss.
Es tut mir leid, aber ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Das Video kommt auch erst wieder morgen online, weil ich es erst wieder rendern muss und hochladen muss. Und gleich wieder auf Arbeit stiefel, was heißt, ich kann es heute Abend nicht mehr veröffentlichen. Sehr toll. Aber gut, Freunde. Jeden Tag derselbe Scheiß. Da muss ich leider durch, da müssen wir alle durch. Durch diesen wunderbaren Alltag. Gut, Freunde. Ich würde mich mal verabschieden für heute. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen wunderschönen Tag. Immer fleißig weiter gruseln. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wieder in Folge 6 mit Silent Hill 3. Ich freue mich drauf. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.